Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der neuen aufladbaren Shotgun ohne Delay schießen könnt, Leute. Und zwar ist das Ganze sehr einfach, das geht aber leider nur am PC, Leute. Da ich am Controller zocke, werde ich euch zeigen, wie das am Controller geht. Alles, was ihr dafür machen müsst, Leute, ihr geht in eure Einstellungen rein. Hier auf Keybinds, auf Feuer. Ich habe es jetzt hier auf die mittlere Maustaste belegt. Danach braucht ihr das Programm Anti-Mikro, Leute. Den Download-Link packe ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung. Ihr öffnet das. Danach drückt ihr auf ihre R2-Taste. Dann guckt ihr, wenn ihr drauf gedrückt habt, dann seht ihr, dann leuchtet das da auf. Also ist das hier die Taste. Klickt ihr einmal drauf, Leute. Geht einmal auf hier drauf. Dann auf Maus. Und nimmt die mittlere Maustaste. Okay, das war's dann auch schon, Leute. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach so damit schießen. Das gleiche könnt ihr auch, glaube ich, mit, wenn ihr Keyboard-Spieler seid, auch mit Keyboard machen. Aber habe ich noch nicht ausprobiert, Leute, da ich selber mit dem Controller zocke. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch ein Like da, Leute. Schreibt mir in die Kommentare und lasst mir auch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Ciao und bis zum nächsten Mal.